Aloha und herzlich willkommen zurück zu XCOM Enemy Unknown. Wir gehen jetzt in die Golobkammer, benutzen das Äthergerät und hier haben wir den letzten Schritt. Sobald sie das Äthergerät zünden, wird jeglicher Fortschritt gestoppt. Alle Forschungs- und Gießereiprojekte werden abgebrochen. Verwundete Soldaten in der Krankenstation nicht mehr gehalten. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren wollen, Commander? Nö. Ich will nicht mehr, ich höre jetzt auf. Wir gucken nochmal schnell, sind alle okay? Okay. Okay, okay, ja, das war's eigentlich schon, was ich gucken wollte. Wir gehen jetzt auf weiter. Ja, Balui, bitte. Nach jedem großen Sieg wurden wir mit immer mächtigeren Aliens konfrontiert. Nachdem wir das erste außerirdische Raumschiff abgeschossen hatten, starteten sie eine Kampagne des Terrors. Die außerirdischen Truppen wurden von einem Sektoid-Anführer befehligt, einer mächtigen psionischen Kreatur. Nach der Übernahme des Hyperwellenleuchtfeuers entdeckten wir ein verhülltes Schiff mit einer unglaublichen psionischen Macht. Nachdem wir das von dieser Kreatur beschützte Gerät hatten, tauchte ein riesiges Alien-Raumschiff auf. Wahrscheinlich befindet sich auf diesem Schiff eine noch größere psionische Macht. Wir haben die menschliche Entwicklung bereits so weit vorangetrieben. Ich fürchte mich vor den Konsequenzen des nächsten Schritts. Aber unser Feind lässt uns keine Wahl. Wir brauchen eine neue Waffe. Na, ob das mal gut geht? Nun zuletzt habt ihr gesiegt, wo wir gescheitert sind. Gleich rührt die Augen. Greife das Tempelschiff an, das werden wir jetzt auch machen. So, Angriff auf das Tempelschiff. Angriff. Angriff. Befördern. Ja, lass mich befördern. Dann befördere ich mal Psi-Fähigkeiten. Wie viele Punkte haben wir denn? Wir haben ja einmal Psi-Inspiration. Beendet bei allen Verbündeten im Umkreis von 3 Feldern den miesen Trip und Panik. Und steigt ihre Willenskraft 2 Runden lang um 30. Versetzt das Ziel in der nächsten Runde in Panik, wenn sein Wille gebrochen wird. Funktioniert natürlich nicht bei Robotern. Mhm. Dann haben wir hier noch Telekinesefeld. Er erzeugt ein unbewegliches Telekinesefeld, das auch während des gegnerischen Zuges anhält. Das Feld verzeiht gegnerische Angriffe und gibt zu allen Feinden und Verbündeten darin plus 40 Verteidigungsbonus. Und Gedankenkontrolle. Sehr schwierige Psi-Technik, die bei erfolgreichem Einsatz 3 Runden lang völlige Kontrolle über das Ziel gewährt. Ja, die Gedankenkontrolle möchte ich gern. Also, dann nehmen wir... Ja, die Psi-Panik klingt ganz gut. Ah. Und die Gedankenkontrolle. So. Perfekt. Wir gucken mal schnell, ob wir dem noch was Besseres geben können. Skelettanzug. Ich möchte nur sicher gehen, dass wir jedem das Optimale dabei haben. Dass jeder das Optimale dabei hat. Laserpistole, den hätten wir noch eine Plasma-Pistole geben können. Balui haben wir gerade angeschaut. Waffnung. So, nicht für Freiwilligen. Okay. Ach so, ja, dürfen wir nicht mehr ändern. Ich muss ja das behalten. So, Titanrüstung, ja, passt. Ich finde blöd, dass man das nicht ändern kann. Scope, okay. Mit Medikit. Haben wir schon geguckt. So, dann Engel, Erzengel, Plasma, Laserpistole, Pulsbogen. Ich glaube fast, den brauchen wir nicht. Wenn es eh die letzte Mission ist. Dann könnten wir entweder plus 2 Gesundheit oder Medikit oder Granate. Oder Medikit. Oder Medikit. Ich kann sie aber nur einmal benutzen. Wer ein Medikit hat, ist immun gegen Gift. Das klingt schon mal gut. Ja, komm, du behältst das Medikit. Na, lass mich auf den noch. So, der Titan. Lass mal Laser. Ja. Okay, passt. Kann der nur einen
eine mitnehmen. Oh, die anderen können mehr mitnehmen. Hm, dann habe ich ein falsches Skill. Egal. So, wir starten den Einsatz. Greifen das Tempel. Wir wollen ja nicht die Aliens vernichten. Das wird ja auch nicht Zeit. Weg mit denen. Wir landen. Ich warne euch schon mal vor, das wird sich wahrscheinlich jetzt hinziehen, da ich relativ viel mit Feldposten arbeiten will, um nicht zu sterben. Ich möchte dir nichts sagen. Okay, kämpfen Sie sich zur Brücke des Tempelschiffs durch. Der Freiwillige muss überleben. Ich hoffe mal nicht, dass das jetzt so assi wird, aber wir kriegen das schon hin. Wir haben alles hingekriegt und wir kriegen das hin. Dann Angriff. Du hörst unsere Stimme, Neuling. Hör nun gut zu. Ja? Lange haben wir zugesehen und gewartet. So viele vielversprechende Objekte, so viele gescheiterte Bemühungen. Und nun, nach unzähligen Versuchen, erscheint der Neuling, um sich der Strenge unserer Gemeinschaft zu stellen. Physische Ausdauer, gepaart mit ebenso ausgeprägten geistigen Fähigkeiten. Eine höchst seltene Eigenschaft, die endlich in greifbare Nähe gerückt ist. Ja, und was willst du uns damit jetzt sagen? Ich weiß gerade nicht, in welche Richtung wir am blödesten vorgehen. Okay, es geht in die Richtung hier. Wir schauen uns am besten ja, zweiseitig um. Ich möchte hier nichts riskieren eigentlich. So, der Weiß geht mal dahin. Und ja, da bleibt er auch. Und Baloui geht dahin. So, wechseln wir schnell die Waffe. Mach einen Feldposten. Wechselst auch die Waffe bitte. Und auch einen Feldposten, damit wir ein bisschen geschützt sind. Ah, Williams haben wir auch noch. Der ja, positioniert sich mal damit unten, denn. Ah, da ist eine Tür. Das sieht man hier gar nicht. Hm. Wieso sieht man die Tür nicht? Das ist aber blöd. Okay, dann würde ich mal sagen, du hast die größere Reichweite. Wie wäre es denn mit Sturm und Geh zum Angriff über. Kannst du da nämlich erstmal hingehen und dann haben wir noch einen Zug. Aufgepasst, der Feind rollt an. Genau. Hm, der muss weg als erstes. 98, 89, 69. Der muss aber als erstes weg. Schön. Fehlen noch drei. Schön. Fehlen noch drei. Das wird hier nicht klappen soweit. Aber er sieht noch einen. Könnte Ding wegklatschen. Das gefällt mir aber eigentlich auch nicht. Wenn wir jetzt hier hingehen, dann müsste er ihn eigentlich sehen. Ja. So, mach ihn weg. Getroffen. Ist der Schlimmste eigentlich schon mal weg? So, der kann ja eigentlich bis dahin laufen. Sieht noch einen, den könnte er auch wegklatschen. Ja, perfekt. X-Ray ausgeschaltet. Weiß geht mal. Wen haben wir denn noch? Wir haben noch einen Williams. Der schützt mal den da hier. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Weil Louis kann ja jetzt eigentlich auch mit vor. Hm, wobei. Die wechseln mal zur Sniper. Obwohl, die können eigentlich noch so weit vor, dass sie den treffen. Das ist eigentlich eine Idee. So, und Feuer. Oh, 100%, also wenn das noch... Abserviert. Weiß ich auch nicht. So, dann kann sich ja Weiß hier noch positionieren. Der Neuling stellt sich
Charaktere. Der erste Misserfolg. Auch wenn sie nicht ohne gewissen Scharfsinn sind, sind sie gekennzeichnet von ihrer Feigheit und Schwäche, wodurch sie unbarmherzig wurden und letztendlich nutzlos. Was willst du denn? So, wir können erzeugt einen zerstörerischen Sturm aus Psi-Energie. Das ist aber nicht das, was ich eigentlich haben wollte. Moment. Wir können die Mehr-Info gar nicht benutzen. Schade. Das tut, glaube ich, weh. Wehtun ist nicht so das Optimale gerade. Beweg dich mal bitte dahin. Okay. Feuer eröffnen! Wir sehen die da oben. Das ist gut. Dann fangen wir doch mal mit Balui an. Die kann ja öfter schießen. 40, 95, 95. Komm, dann fangen wir mit dem ganz kleinen an. Weil wenn der kaputt ist, dann kann man nochmal schießen. Eins. Dann... Nummer 2. Oh, das hat auch wegen mehr. Ach nee, Quatsch. Da hat sich nur die Anzeige überlagert. Und wie wär's mit Nummer 3? Sogar mit einem Präzisionsschuss. Ja, schön. Dann möchte ich gerne mein Weiß haben. Ja, mit der Plasma-Pistole wird das, glaube ich, nichts. So, 100%. 10 Schaden. Ja, also 6 soll leer machen. Hab ich schon so viel ausgeschaltet. So, er dürfte ja eigentlich nochmal. Ist es aber gerade keiner da. Dann bewege es der sich doch auch mal bitte dahin. Wir könnten jetzt darüber gehen, dass wir die sehen. Halte ich aber für relativ sinnfrei. Da die sich sowieso herbewegen werden wahrscheinlich. Sag ich ja. Dann ist das schon mal weg. Genau. So, jetzt noch der da. Okay, der wird nicht ganz weg sein, aber... Ziel steht noch. Steht nicht, es fliegt. Das tut jetzt bestimmt weh. Das tut weh. Ja, das tut weh. Oh, das tut weh. Das tat weh. Das tat weh. Das tat weh. Feuer! Sehr schön. Dann gebe er mir Weiß, bitte. 100% wieder, das klappt. Ziel eliminiert. So, dann haben wir hier unseren ersten Healer. Ich glaube... Ich weiß nicht, wie ich laufen soll, ob wir getrennt laufen sollen, aber getrennt ist eigentlich immer scheiße. Dann beweg dich mal bitte hier hoch. Wir versammeln uns jetzt erstmal da oben. Dann haben wir noch Quan. Ich will aber erstmal meinen Masuta hier rüberbringen. Vielleicht können wir den kleinen... da drüben noch sehen. Wer ist denn mit weit dann dahin? Außerirdische in Sicht. Haben wir okay, das sind die gleichen wie auf der Seite. Wen haben wir denn noch? Wir haben noch Quan. Könnt ihr da voll die Rakete reinzimmern? Nee, ist Blödsinn. Der macht besser... Was macht er denn? Der macht... Mach mal einen. White macht auch mal einen Feldposten. Die müssten sich ja gleich rausbewegen. Dann
Das gefällt mir nicht so, was die da unten machen. So, dann laden wir mal mit unseren Snipern schnell nach. Fertig und bereit. Williams kommt mal hier hin. Heil. So, dann nimm doch erstmal den da. Ganz ruhig, Soldat. Können wir mit Quan weiter nach vorne gehen? Würde ich fast dahin spurten, dass ich mit den zwei dann noch angreifen kann. Ja, ich glaube, das ist sinnvoll. Hm, vielleicht doch nicht so ganz. Incoming fire! Incoming fire! Why are you talking in English with us? Okay. Say it. Say it, bitch. Schlecht. Dann machen wir Sturm und Schuss. Bring sie zur Strecke! Und gehen doch am blödesten darunter, dann lohnt sich das Heilen nachher auch. Fire! Fire! X-Ray neutralisiert. Okay. Warum hat's den jetzt zerlegt? Es ist ja nur so eine Vermutung, aber ich glaube, das war die Rache von seinem Herrscher. So, den lasse ich mal hier als Feldmarschall stehen. Und ja, warten wir mal kurz ab. Da oben müsste ja eigentlich noch der eine Gegner sein. So, Baloui kommt mal in die Ecke. Ich weiß nicht, ob sich das Heilen schon lohnt. Eigentlich nicht. Eigentlich ja nicht. So, mach mal bitte die Feldmarschall hier. Mit Williams gehen wir mal... da an die Ecke. Und wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!